So natürlich wir uns durch unsere physische Umwelt bewegen, so natürlich bewegen wir uns alle auch schon mittlerweile durch die digitale Welt. Sprechen dort, unterhalten uns, führen Gespräche. Und was das nächste Projekt uns zeigt, ist, dass wir natürlich auch dort die Werte, die wir im echten Leben vertreten, auch in der digitalen Welt vertreten sollten. Das ist eine Sache, die bei Jugendhakt sowieso eine große Rolle spielt, unser Code of Conduct, der sich sehr an der Hackerinnenethik vom Chaos Computer Club orientiert. Das war auch was wir am Freitagabend in einem schönen Hackerinnenethik 1, 2 oder 3 Spiel wirklich toll mit den Jugendlichen uns auch nochmal näher angeschaut haben, was denn so Werte sind, die man im Digitalen auch vertreten sollte. Und was uns das Projekt Re-Respect von Felix, Anton und Manolo zeigt, ist, wie Jura auf Zivilcourage und auf Nachwuchshackerinnen trifft. Wir sind gespannt, was bei eurem Team rausgekommen ist. Bitteschön. Das Mikrofon. Genau, zum Thema Netzpolitik stellen wir euch jetzt unser Projekt Re-Respect vor. Die Antwort auf ein respektloses Verhalten im Internet. Müsst ihr weitermachen? Okay, also sollen wir es nochmal vorstellen? Nee. Genau. Das Problem ist unter anderem, dass. Willst du es anzeigen? Ja, ich zeige es. Okay. Dass Volksverhetzer sich viel zu sicher im Internet fühlen und dann auf Social Media Plattformen wie Twitter ihre Meinung frei äußern und damit überhaupt kein Problem haben. Dabei gibt es die Möglichkeit, solche Volksverhetzer anzuzeigen. Wie genau, werdet ihr gleich erfahren. Aber es gibt eine Meldestelle des Staates. Und als Nutzer habe ich da auch keinerlei Probleme und es fallen auch keine Kosten an. Genau, und deswegen hatten wir uns überlegt, wie wir das einfacher machen können. Also, dass man einfacher sowas zur Anzeige bringen kann. Und zwar dachten wir da an eine Browser-Erweiterung, die man halt kostenlos runterladen kann und die jetzt spezifisch aber nur bisher für Twitter funktioniert. Und so hat die eine ganz einfache Meldefunktion, bei der muss man nur einen Knopf drücken, der eben, sobald man den Tweet sieht, den man reporten will, muss man nur den Button drücken und dann kommt man auf ein Formular, wo man automatisch dann seine Daten eingegeben werden und die dann weitergeleitet werden zur zuständigen Behörde, das dann rechtlich verfolgt wird. Und außerdem kann man noch neben dem Dings kann man noch eine Informationsseite aufrufen, eben zu dem Volksverhetzung und das noch ausgeweitet werden soll. Genau. Also wir haben dafür zwei Technologien benutzt, und zwar in erster Linie Vanilla JavaScript und dann noch JSON für verschiedene Sachen. Und das ist auch etwas, was man unbedingt braucht für Browser-Erweiterung für Firefox. Und ich zeige euch einfach jetzt mal kurz eine kleine Demo, wie das dann halt wirklich funktioniert. Also, einen Moment, ich muss das hier noch kurz hinzufügen. Und da ist es. Also man kann sagen, ich bin jetzt einfach mal auf Twitter und ich schaue mich halt irgendwas an und browse durch irgendein Twitter-Feed und dann sehe ich jetzt irgendeinen Artikel. Also das ist jetzt nicht wirklich was, aber sagen wir, ich sehe hier diesen Artikel und ich halte den für anzeigbar und denke, der widerspricht jetzt dem, was man jetzt äußern dürfte, auch im Internet und auch halt gleich im echten Leben. Und dann gibt es hier diese Funktion. Also da sieht man gleich eine veränderte Version unseres Logos. Die wird einfach zu dieser Leiste hinzugefügt. Und da steht auch Anzeige erstatten. Und wenn man hier drauf drückt, dann sieht man hier auch oben die URL. Also das ist jetzt wirklich hier genau diese URL. Und dann kann man hier drauf drücken. Und es wird automatisch, werden bestimmte Daten gesammelt. Und in so dieses Formular, was von dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg ist, werden automatisch alle möglichen Daten hinzugefügt, die man halt jetzt
braucht. Diese vollständigen Namen hier, die sind jetzt erstmal halt nur ein Template, aber man wird auch seinen Namen einstellen können, vielleicht in zukünftigen Versionen. Und man scrollt hier halt automatisch runter und muss dann nur noch diese vier Sachen hier von Hand auswählen und kann dann gleich automatisch Anzeige gegen Volksverhetzung, also beziehungsweise eine Anzeige erstatten bei der bei den Autoritäten. Also man nimmt die Datenschutzbestimmung an, wählt sein Bundesland aus, den Landkreis und dann gibt man noch seinen Kapettschein und drückt Ticket öffnen, was ich jetzt natürlich nicht tue, weil man ja das auch nicht missbrauchen sollte. Aber man kann natürlich sagen, dass man kann nicht wirklich argumentieren, was wir aber oft gehört haben, dass man es ja voll leicht missbrauchen könnte und dass damit ja ganz viel Mühe gemacht werden würde. Aber genauso kannst du auch im echten Leben Anzeigen missbrauchen. Also ist es eigentlich kein richtiges Argument und ja. Ja, wir wollten eigentlich noch die Zukunft des Projektes ansprechen. Und zwar ist das Projekt mittlerweile öffentlich, also das Repository ist öffentlich auf GitHub verfügbar. Das ist auch unter dem Namen ReRespect zu finden. Und wir haben uns überlegt, dass wir bei Interesse auch weitere Social-Media-Plattformen einbinden würden. Natürlich auch noch einige Funktionen erweitern, wie die Screenshots, die gebraucht werden, um das zu verfolgen. Genauso wird es dann auch auf dem Marketplace von Firefox verfügbar sein. Das war unser eigentliches Ziel, dass wir das jetzt hier direkt präsentieren können auf dem Marketplace, aber so weit waren wir noch nicht. Es wird aber bestimmt noch kommen. Genau, und wir werden das Konzept ein wenig verallgemeinern und auch eine Cross-Plattform-Kompatibilität, dass das vielleicht auch für mobile Endgeräte genutzt werden kann. Das war es jetzt mit der Präsentation. Applaus